So, und damit herzlich willkommen zum dritten Teil der Leveling 1 bis 50 Series. Und diesmal ist einiges passiert in der letzten Woche. Wie immer bringe ich euch am Sonntag das Update von dem zweiten Account und erzähle euch, was habe ich gemacht, damit ihr das 1 zu 1 nachspielen könnt. Und es war relativ viel. Ich hatte letzte Woche echt sehr viel Zeit. Und ja, let's get started. Wie im letzten Video habe ich euch ja gesagt, dass ihr das Szenario durchspielen sollt. Ihr seht, das Szenario ist bei mir jetzt schon relativ weit. Also, ich habe es einmal komplett durchgespielt bis Shiruka, eben mit den Raps jeden Tag. Deswegen nochmal der Aufruf, holt euch die Freunde, denn die vereinfachen wirklich sehr viel. Dann habe ich vereinzelt auch hier schon ein paar Hell Stages gemacht. Das seht ihr ja diesen drei Sternen. Und auf Hard habe ich auch schon ein klein wenig gemacht. Zu den Monstern. Und zwar zu Lapis. Lapis habe ich euch ja im letzten Video gesagt, dass ihr euch die Vampire Runes durch dieses Achievement holt. Die habe ich jetzt mal alle auf plus 9 gelevelt. Plus diese Revenge Runen, die es ja auch im letzten Video schon gab. Alle plus 9 gelevelt würde ich euch raten, denn ihr werdet diese Runen relativ lange behalten. Und da kann man das Mana schon dafür ausgeben, dass ihr die auf plus 9 levelt. Vor allem, weil Lapis euer aktueller Farmer ist, also praktisch euer aktuelles stärkstes Monster. Und genau. Dann, als ich das Szenario durchgespielt habe, habe ich Giants 1 bis 3 bisschen gemacht. Und der Grund ist, wenn ihr Giants 3 schafft, bekommt ihr hier hinten dieses Tutorial-Dingsbums freigeschalten. Und da bekommt ihr nämlich einmal hier den Bernard. Das ist der Windgreif. Und einmal bekommt ihr. Wo gab es das andere? Aus irgendeiner anderen Quest gab es. Da gab es Colleen. Irgendwo gab es Shannon. Wo gab es Shannon? Shannon, 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 Shannon. Suche ich gerade. Ich dachte eigentlich hier. Ach ja, genau, hier. Wenn ihr die Strategy-Info euch anguckt, kriegt ihr auch Shannon. Diese zwei Monster, einmal hier der Bernard und einmal hier die Shen, die sind hammer, hammer, hammer geil und solltet ihr schnellstmöglich hochleveln, denn ihr werdet ihr auch für euer erstes Giants-Team, inklusive Giants 10-Team brauchen. Plus dieses Monster, der Bernard, ist von vorne bis zum absoluten Endgame wirklich ein sehr geiles Monster. Und das solltet ihr euch hochziehen. Deswegen macht Giants bis 3. Das schafft ihr euch relativ easy mit eurem Lapis, den ihr wie gesagt auf plus 9 gelevelt habt. Und farmt euch oder bekommt dann diese zwei Monster und levelt die. Ansonsten zwecks den Runen von diesen Monstern. Spielt dafür weiter einfach, wie gesagt, das Szenario. Und ihr habt auch am Ende, wenn ihr das Szenario einmal auf Normal durchspielt, habt ihr einmal ein 4-Sterne-Set bekommen und ein 5-Sterne-Set. Gratis. Und da könnt ihr dann auswählen zwischen Fatal Runen, Blade Runen bzw. Kling Runen oder Energy Runen. Und viele Leute fragen dann, was soll ich mir da holen? Und ich sage euch, ich würde euch raten, holt euch sowohl bei den 4 Stars als auch bei den 5 Star Runen das Energy Set. Und der Grund, warum ihr das Energy Set holen sollt, oder euch jetzt das rate, ist, wir haben hier diesen Beller, den wir ja, glaube ich, im letzten Video auch schon gefarmt haben in der Secret Dungeon. Den wollen wir spielen auf Swift Energy. Okay, also die Swift Rune bekommen wir sowohl in Giants als auch in Empty Sites. Das könnt ihr immer hier dran gucken, wenn ihr ein Szenario Map anklickt und dann unter Drop Info, da seht ihr immer, welches Runenset droppt, nämlich in dem Fall zum Beispiel hier droppt Swift, in Garen Forest droppt zum Beispiel Energy und dann könnt ihr immer gucken, welche Sets ihr farmen wollt und in welches Szenario ihr gehen müsst. Der Bella ist wie gesagt auf Swift Energy, weil Bella ist ein Supporter und wir wollen, dass er schnell ist und das Swift Set gibt uns 25% mehr Speed. Das heißt, wir kommen häufiger dran. Unsere Attack-Leiste, diese blaue Leiste unter unserem Lebensbalken, füllt sich dadurch schneller und wir kommen häufiger dran. Außerdem sind hier wie gesagt die Energy-Runen auch drauf, weil erstens, die sind von der Qualität 5 und 4 Sterne, was schon relativ hoch ist für einen Anfang. Und je höher, also je mehr Sterne eine Rune hat, desto bessere Werte hat sie. Und
Und wir spielen, wie gesagt, Bella mit einem Energy Set, weil es gibt uns 15% mehr Leben. Und wir spielen Bernard auch mit einem Energy Set. Wir spielen den genauso wie Bella, nämlich auch mit einem Swift Set und einem Energy Set. Und deswegen seht ihr schon wieder Energy Runen. Deswegen habe ich euch geraten, nimmt das Energy Set her, weil das sind 4 bis 5 Sterne Runen und die sind echt gut am Anfang. Dann auch Shannon, selbe Spiel, auch auf Swift und auf Energy. Das ist allerdings eine Ausnahme, denn Shannon ist erst jetzt auf Swift, weil später im Verlauf des Games oder wenn ihr mal Giants anfangt zu farmen, was am Ende des Videos auch sein wird, dass ihr die auf Despair baut. Das sind die Qualrunen. Die sind hier und die geben euch eine 25%ige Chance mit euren Spells, also mit euren Fähigkeiten zu stunnen, heißt das Gegner, den Gegner zu betäuben, heißt er kann nichts machen und er gewinnt so gesehen einen Zug. Da aber diese Runen nur in Giants zur Verfügung stehen, ist es so, dass ich die eben jetzt erstmal auf Swift baue, weil ich will, dass sie schnell ist, weil ich will, dass sie häufig ihre Spells macht. Denn was kann Shannon überhaupt? Shannon kann mit ihrem ersten Spell einen Glancing Hit machen. Was das genau ist, das erkläre ich euch auch in anderen Videos, weil es ist ein bisschen too in depth. Merkt euch einfach, wenn ein Gegner hat eine Chance zu glänzen, heißt einen Streifschuss zu machen, der so gesehen an euch weniger Schaden macht. Plus, wenn ein Glancing Hit auftritt, können auch keine Debuffs, heißt zum Beispiel Verteidigung reduzieren oder ähnliches, auf das Ziel draufkommen. Mit Ausnahmen, aber das ist auch schon relativ weiter im Game mit diesen Ausnahmen. Deswegen merkt euch einfach das erstmal so. Dann, der zweite Spell ist ein AOE-Spell, der den Attack Speed von den Gegnern reduziert. Und das ist für 2 Züge und es ist sehr stark, denn wenn ihr so gesehen den Speed von den Gegnern reduziert, kommen sie weniger dran. Das heißt, ihr steckt weniger Damage ein. Das heißt, ihr kommt häufiger dran im Gegensatz zum Gegner und das macht einfach alles viel einfacher. Plus, da ihr die später im Verlauf des Games auf Qual baut, also auf Englisch Despair, kann dieser Spell auch die Gegner stunnen. Deswegen, das ist ziemlich, 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 ziemlich nice. Dann, der letzte Spell ist Peep Talk. Und zwar, das erhöht die Attack Power, also die Angriffskraft und die Verteidigungswertung von allen euren Monstern um 3 Züge. Das ist richtig, richtig, richtig stark und das ist, warum Shannon eben auch unter anderem wegen dem zweiten Spell einfach echt mega stark ist, weil wenn eure ganzen Monster mehr Angriff haben, machen sie alle mehr Schaden. Wenn sie alle mehr Defense haben, stecken sie viel mehr Schaden ein. Deswegen ist das so ein hammer, hammer geiles Monster. Dann Bernard. Bernard ist sehr gut, weil mit dem zweiten Spell macht ihr einen Attack Power Break und einen Defense Break auf den Boss. Heißt, der Boss macht weniger Schaden und er steckt mehr Schaden ein. Das ist schon mal sehr, 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 sehr stark und vor allem auch beim Giants Boss sehr wichtig. Dann, der letzte Spell erhöht die Attack Leiste. Das ist wie gesagt diese blaue Leiste unter dem HP, also unter eurem Lebensbalken, erhöht von allen Gegnern um 30%. Heißt, ihr boostet euer Team so gesehen in der Leiste hoch, dass es praktisch viel, viel, viel nochmal schneller drankommt als die Gegner. Plus, es erhöht außerdem den Attack Speed generell von allen Monstern um 2 Züge. Heißt, ihr seid nochmal schneller. Das heißt, dieses Monster ist praktisch ein Speed Buffer, nennt man das. Heißt, er sorgt dafür, dass euer Team einfach mega schnell ist und sehr häufig drankommt. Genau, so viel erstmal dazu. Dann, wo weiß ich mich in meiner Liste? Ich habe mir eine Liste geschrieben, was ich Step für Step durchgehe. Genau, im Szenario, wie gesagt, ihr habt es einmal durchgespielt, bekommt diese Energy-Runen, dann versucht ihr auf Hard bisschen zu spielen, soweit ihr kommt, und dann solltet ihr aber auch schnellstmöglich auf Hell anfangen, die Stages zu farmen. Also ihr könnt hier den Schwierigkeitsgrad ändern, solltet ihr auf Hell machen, und ich würde euch raten, farmt erstmal Mount White Ragen. Und zwar, da sind diese Swift-Runen. Und ihr habt am Anfang eben noch nicht so gute Swift-Runen. Und wie gesagt, Bella, Bernard und Shen sollen am Anfang alle auf Swift. Deswegen, ihr müsst da ordentlich Swift-Runen farmen. Und deswegen würde ich euch da raten,
dass ihr da reingeht. Und auf Hell ist es gar nicht mal so schwer, überraschenderweise, was ihr euch vielleicht denken könnt. Denn wenn euer Lapis, wie gesagt, diese Vampire-Rune auf 9 hat, wenn ihr die Energy-Runen, wie gesagt, dem Bella gegeben habt und so weiter und ein paar Energy-Runen auf dem und ein paar Energy-Runen auf dem, könnt ihr da super durchlaufen. Was ich euch gerade zeigen möchte, ist das hier, das ist ziemlich witzig, das ist die Energy-Rune aus dem Szenario, aus der Belohnung, aus dem Szenario, das ich bekommen habe und ihr seht, 18 Speed. Das ist ziemlich witzig, weil Speed ist einer der Main-Stats, die man braucht auf diesem Monster. Und ein 18 Speed-Proc ist schon relativ gut auf einer Rune, vor allem am Anfang des Spiels. Deswegen, das fand ich ziemlich witzig und dachte, das kommt ins Video. Weil das ziemlich, ziemlich heftig ist, für den Anfang 18 Speed auf einer Rune zu haben. Ansonsten noch sage ich euch kurz die Werte. Ihr habt vielleicht vom letzten Video das Runen-Guide-Video geguckt, wo es so ein bisschen um die Basics geht in Sachen Runen. Und ihr solltet jetzt vielleicht wissen, was Slot 1, 3, 5 und Slot 2, 4, 6 Runen bedeutet. Wenn nicht, ich habe euch nochmal das Runen-Video-Guide unten in der Description verlinkt. Deswegen, wenn ihr das Folgendes nicht versteht, schaut erst das andere Video, denn dann versteht ihr, was ich meine. Und zwar, Bella wollen wir spielen auf Speed, HP, HP. Es geht auch Speed, HP, Accuracy, also Trefferchance, denn wir brauchen im besten Fall für unser erstes Giants-Team 45% Trefferchance, ist hier dieses Accuracy, was 8% aktuell ist. Ich habe jetzt am Anfang noch nicht so einen krassen Wert drauf gelegt, weil ich eben noch gar nicht angefangen habe, Giants wirklich zu farmen. Und da kommen dann erst diese Runen und nach wird das Accuracy Cap dann erst wirklich wichtig, je höher man da kommt. Deswegen vorher Speed, HP, HP. Bei Bernard ist es dasselbe. Auch in Slot 2 Speed, HP, HP. Auch hier könnt ihr wieder Speed, HP, Accuracy spielen, denn auch Bernard braucht die 45% Trefferchance. Und Shannon, jetzt wichtig, habe ich nicht auf Speed, HP, HP gespielt, sondern auf HP, HP, Accuracy. Ihr könnt auch HP, HP, HP spielen. Shannon braucht auch 45% Trefferchance, denn sie soll ihren zweiten Spell, diesen Attack Speed Slow, und den ersten Spell, diesen Glance, treffen. Warum spiele ich hier HP und kein Speed auf Shannon? Weil Shannon ist ja eigentlich ein Supporter, der bufft ja mein Team, deswegen ich will den schnell haben. Das stimmt alles. Allerdings ist Shannon ein 2-Sterne-Monster vom Core her, wie übersetzt man das? Vom Kernelement, sage ich mal. Und Shannon ist sehr squishy. Squishy bedeutet, es hat nicht viel Leben, es hält nicht viel aus, es stirbt ziemlich schnell. Und was bringt euch ein Supporter, wenn das Monster tot ist? Ja, deswegen, ich würde euch raten, vor allem im Early Game, baut die in der zweiten Rune auf HP. Denn ihr werdet sehen, die wird da sehr viel mehr überleben und ihr wollt, dass die überlebt, weil ein totes Monster bringt euch nicht viel. Genau, also Lapis, der Inogami, der Bernard, Shannon sind eure Core-Monster plus das letzte Monster, was ihr euch am Sonntag auch schnellstmöglich farmen solltet. Was ich jetzt noch nicht gemacht habe, mache ich morgen, beziehungsweise heute, weil heute ist Sonntag, wo ich das Video aufnehme. Bzw. heute ist nicht, sondern heute ist Samstag, ich gebe es zu. Ihr seht es hier. Da ist keine Secret Dungeon auf mich. Das Video nehme ich gerade am Samstag auf, aber ich habe morgen keine Zeit, deswegen ist das Video jetzt schon auf Sonntag. Auf jeden Fall am Sonntag ist wieder die Light Secret Dungeon für euch offen und da solltet ihr euch. Wo ist er? Den hier farmen. Und zwar den Light Vagabond. Das ist der Darin, wenn er awaked ist. Und der ist ziemlich, ziemlich, ziemlich gut für euer Giants-Team am Anfang, denn mit dem ersten Spell macht er nochmal einen Defense Break, so gesehen ein kleines Backup, falls Bernard den nicht trifft. Das zweite macht einen Attack Power Break, auch als Backup, falls Bernard nicht trifft. Plus sowohl der erste Spell als auch der zweite Spell machen mehr Schaden, je mehr Leben der Darion hat. Ja, deswegen, ihr seht schon, wie ihr den vielleicht bauen solltet, nämlich auf sehr viel Leben. Das heißt, einerseits ist er tanky, hält viel aus, aber andererseits macht er auch gut Damage. Deswegen, das ist eine gute Kombination. Plus, was Darion so stark macht, ist der dritte Spell. Und zwar der dritte Spell tut den gesamten Schaden von eurem gesamten Team um 20% reduzieren. Und das ist echt eine Menge. Und darin ist der Grund,
oder das ist der Grund, warum ihr euch den holen sollt, unter anderem, weil diese 20% weniger Damage richtig, richtig heftig sind. Und dann baut ihr, wie gesagt, diese drei Monster, beziehungsweise vier Monster, und dann stellt ihr den hier so auf, stellt den so auf, nehmt euren Bernard mit, nehmt Chen mit, und dann, wie gesagt, noch Darion. Ich habe den jetzt nicht dabei, ich nehme jetzt einfach, keine Ahnung, was nehme ich denn? Ich nehme jetzt einfach den, nee, ich nehme jetzt einfach die Fairy noch mit. Zeige euch mal kurz zum Run, wie das so aussieht, damit ihr auch so ungefähr den Damage ein bisschen einschätzen könnt. Ich weiß gar nicht, ob das Giants 4 ist oder Giants 3. Ich weiß gar nicht, Giants 4 habe ich noch gar nicht geschafft, glaube ich. Muss ich gerade mal gucken, ob ich das sogar packe. Ansonsten würde ich euch raten, farmt wie gesagt im Szenario in Empty White Ragen die Swift-Runen. Schmeißt erstmal alles weg, was 3 Sterne oder weniger hat. Es sollte mindestens 4 Sterne Runen sein. Und diese 4 Sterne Runen könnt ihr dann auch auf plus 9 leveln. Ihr werdet sehen, ihr habt immer noch en masse Mana durch diese ganzen Tutorial-Quests, durch Achievements, was ihr alles macht. Da bekommt ihr Mana en masse. Deswegen scheut euch nicht, das Mana auszugeben. Levelt auf diesen Core-Monstern, auf Shen, Bernard, Bella und Lapis in dem Fall auch noch. Und wenn ihr den Darion auch schon haben solltet, auf jeden Fall alle Runen auf plus 9. Darion könnt ihr spielen auf dreimal im Energy-Set zum Beispiel mit HP, HP, HP. Also es ist immer Slot 2, 4 und 6. Ihr könnt aber auch spielen HP, HP, Accuracy. Ihr könnt spielen Defense, Defense, HP. Ihr könnt spielen HP, Defense, HP. Hauptsache sehr viel Leben. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was der haben sollte. Was habe ich hier noch in meiner Liste? Genau, zu guter Letzt erzähle ich euch noch ein bisschen was zum Leveling, denn ihr seht, mein Bella ist nämlich auch schon 4 Sterne und, das war noch ziemlich knapp. Und zwar kurz was in Sachen Leveling von Monstern und vor allem Skill-Ups. Und zwar, ihr seht, mein Bella hat schon 4 Sterne, bei euch hat er erst 3 Sterne. Deswegen, wie kriegt man ein 4-Sterne-Monster? Das ist relativ einfach erklärt. Ihr geht hier rein, sagt Power Up und beispielsweise habt ihr hier ein gemax-leveltes 2-Sterne-Monster. Und dann könnt ihr dort zwei andere 2-Sterne-Monster reintun, sagt Evolve und dann wird aus einem 2-Sterne-Monster wird ein 3-Sterne-Monster. Um jetzt ein 3-Sterne-Monster zu einem 4-Sterne-Monster zu machen, braucht ihr wiederum 3 3-Sterne-Monster und dann geht es immer so weiter. Deswegen so levelt ihr die Monster. Achtet wirklich darauf, dass ihr nur diese Core-Monster levelt, weil der Rest ist am Anfang einfach vergeudet. Und leveln ist am Anfang vor allem ziemlich schwierig, weil ihr eben nicht viel Monster kriegt, nicht viel Experience farmen könnt und oder nicht viel Experience bekommt. Deswegen solltet ihr darauf gucken, dass ihr wirklich nur Monster levelt, die ihr wirklich auch aktiv spielt. Beispielsweise habe ich diesen hier am Anfang ja gespielt. Lasst ihn jetzt liegen. Ich habe ihn noch zum 4-Sterne-Monster gemacht, weil dann kann ich ein 4-Sterne-Monster in den 4-Sterne-Monster rein feeden, nennt man das, füttern, damit aus einem 4-Sterne-Monster ein 5-Sterne-Monster wird. Heißt, zum Beispiel mein Bella, den möchte ich demnächst zum 5-Sterne-Monster machen und dann kann ich auch zum Beispiel diesen Vagabond, der schon 4 Sterne ist, in dieses 4-Sterne-Monster rein füttern, damit es ein 5-Star-Monster wird. So viel zum Leveling und noch ein kleiner Tipp und zwar kauft euch von eurer Guild, ich habe euch ja auch in dem ersten oder zweiten Video nahegelegt, dass ihr eine Gilde joinen sollt, kauft euch jeden Monat dieses Rainbow Mon aus dem Gildenshop. Denn das ist einfach ein 4 Sterne max geleveltes Monster, was ihr jede Woche kaufen könnt und vor allem am Anfang ist es extrem aufwendig, ein 4 Sterne Monster auf max Level zu leveln. Und hier bekommt ihr jede Woche eins kostenlos, so gesehen. Deswegen joint eine Gilde, holt euch die Punkte, holt euch das extra Food, denn dadurch levelt ihr sehr viel schneller. Ansonsten habt ihr vielleicht auch gesehen, bei dem Szenario habt ihr sogenannte Angel Mons bekommen. Das sind diese Monster hier. Auch ein kleiner Tipp, was diese Monster können. Und zwar diese Monster haben eine Passive, wo sie, wenn ihr dieses Monster in ein Monster vom selben Element, heißt jetzt zum Beispiel dieses Windmonster, tut ihr in ein Monster, was vom Element Wind ist, reinfüttern, dann bekommt dieses Monster sehr viel Erfahrungspunkte. Ich kann euch das gerade mal zeigen. Also Angel Mons sind auch nochmal dafür da, Monster einfach zu leveln. Zum Beispiel meine Shannon hier, die ist, wie ihr seht, Level 3 Sterne schon, ist Level 15.
Und dort kann ich jetzt zum Beispiel hier dieses Angelmon reinfüttern. Sehr wichtig, tut dieses Monster awaken, also zum Erwachen bringen. Das kann ich euch auch gerade mal zeigen. Und zwar zum Beispiel dieses Angelmon ist jetzt ein King Angelmon. Der Unterschied ist nur, es gibt einfach mehr Experience. Ist genau das gleiche wie ein normales Angelmon, aber gibt halt, wie gesagt, mehr. Und zwar bei Awaked müsst ihr hier solche Essenzen farmen. Das Game sagt euch auch immer, wo ihr die farmen könnt, nämlich hier in der Chaos Dungeon. Und dann drückt ihr auf Awake, tut es dann zum Erwachen bringen, denn erst wenn es erwacht ist, kriegt es diesen besonderen Spell von der Passive, dass ihr eben sehr viel mehr Experience bekommt, wenn ihr das Element beachtet, wo ihr das reinfüttert. Ansonsten würde ich euch auch raten, tut ein Angelmon immer zusammen mit anderen Monstern reinfüttern. Denn es gibt eine Chance, wenn ihr Monster levelt, gibt es eine Chance, dass ihr einen Blitz bekommt und es gibt euch 1,5% mehr Erfahrung. Heißt, wir gehen hier rein, tun ein von diesen Angelmons nehmen und tun zusätzlich noch die hier reinfüttern. Und der Grund ist, weil je mehr Monster wir hier reinfüttern, desto mehr Erfahrung bekommen wir. Plus, wie gesagt, wenn wir jetzt einen Blitz bekommen, bekommen wir halt sehr viel mehr. Jetzt hoffe ich mal, vielleicht kriege ich einen. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Und wir bekommen leider keinen. Trotzdem, ihr seht jetzt mal, wie viel Erfahrung es das gibt. Wir sind einfach von Level 15 auf Level 22 hoch. Das gibt sehr, 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 sehr viel Erfahrung. Dann, das letzte, was ich euch noch zeigen möchte, ist Skill-Ups. Und zwar, ihr seht zum Beispiel hier, ihr könnt eure Fähigkeiten von Monstern könnt ihr leveln. Und ihr seht zum Beispiel, die erste Spell hat 1/8. Heißt, dieser Spell hat 8 Upgrades. Und ihr könnt hier zum Beispiel reingehen und gucken, was die Upgrades machen. Zum Beispiel, die erste Spell, wenn da Level drin wären, würde der mehr Schaden machen, würde den Effekt erhöhen. Hier würde zum Beispiel beim letzten geht der Cooldown um 1 runter. Was ziemlich geil ist. Denn somit kann Shennen nicht alle 4 Züge diesen Attack Power und Defense Buff machen, sondern alle 3 Züge, was echt mega stark ist. Deswegen, wie levelt ihr diese Spells? Und zwar ist es so, ihr müsst vom selben Typ Monster, nicht Element, sondern selben Typ Monster ein neues reinfüttern. Und ich zeige euch, wie das funktioniert. Und zwar, ihr habt hier Shennen. Shennen ist unawaked eine Pixie. Deswegen, ihr füttert in die Pixie eine weitere Pixie, in dem Fall zum Beispiel die Wasserpixie. Dann sagt ihr Power Up, sagt ja. Und was jetzt passiert ist, weil ihr denselben Typ vom Monster in das Monster reinfüttert, habt ihr eine Chance, einen von diesen drei Fähigkeiten zu level uppen. Ihr seht es jetzt und der erste Spell geht zum Beispiel hoch. Welcher Spell hochgeht, das ist totally random. Okay, in dem Fall war es der erste Spell jetzt, der hochgegangen ist. Deswegen sehen wir jetzt bei Shannon, hat jetzt im ersten Spell 2/8 und nicht mehr 1/8. So könnt ihr Monster leveln und solltet ihr auch leveln. Deswegen, zum Beispiel seht ihr hier mein Inogami, ja? Mein Inogami hat noch keine Skill-Ups. Ihr seht aber, ich habe hier zum Beispiel ein 4-Sterne-Wasser-Inogami. Jetzt könnte ich ja einfach, wieso habe ich zum Beispiel jetzt das nicht so gemacht? Wieso habe ich jetzt nicht einfach den 4-Sterne-Inogami hier reingefüttert? Dann kriege ich ja ein Skill-Up. Der Grund ist, weil ich den Inogami bereits auf 4 Sterne gelevelt habe und ich möchte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das heißt, ich möchte einerseits den Inogami in den Inogami füttern wegen dem Skill-Up. Aber ich möchte gleichzeitig auch, weil eben der Inogami schon auf 4 Sterne ist und mein Light Inogami auch auf 4 Sterne ist, möchte ich erst mein Inogami auf Max Level bringen, heißt 30, und dann den Inogami reinfüttern, damit erstens der Skill-Up hochgeht, plus zweitens aber auch aus dem 4-Sterne-Monster hier ein 5-Sterne-Monster wird. Also so, ich level das Monster in Skill-Ups und in Sterne gleichzeitig. Deswegen, das ist sehr produktiv. Und mein letzter Tipp, den ich euch heute mitgebe, das Video dauert eh schon wieder viel zu lange, als es angedacht ist, ist hier im Shop durch die Glory Points. Und zwar dieses Devilmon. Ich glaube, ich habe es im letzten Video auch schon gesagt.
Die Glory Points bekommt ihr, wenn ihr die Arena spielt. Und ihr könnt jede Woche dieses Devilmon einmal kaufen. Kauft euch das jede Woche. Es kostet 180 Punkte, ist am Anfang vielleicht recht viel, aber es bringt auch recht viel. Denn was macht dieses Devilmon? Dieses Devilmon tut einfach ein Skill von einem Monster erhöhen. Das heißt, ihr müsst nicht eine Pixie in eine Pixie füttern, sondern könnt einen Devilmon nehmen. Oder jeglich eines Monster leveln. Aber, und jetzt kommt das Wichtige. Bitte, 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 liebe Leute, spart diese Devilmons. Ich habe zum Beispiel hier jetzt eins. Ich könnte jetzt sagen, hey, mein Inugami, ja, der braucht Skill-Ups, deswegen zack, tu mein Devilmon rein. Nein, mach das nicht. Der Grund ist, ein Devilmon ist extrem schwer zu bekommen. Wie gesagt, entweder einmal in der Woche oder auch später durch TOA, wo ich auch im nächsten Video drauf komme, oder durch diverse Events bekommt ihr die nur. Das heißt, sie sind ziemlich, ziemlich, ziemlich selten. Und ihr wollt nicht diesen Skill-Up wirklich vergeuden für ein 3-Sterne-Monster, weil der Inugami ist von Haus aus ein 3-Sterne-Monster oder die Pixie, die ein 2-Sterne-Monster am Anfang ist. Ihr bekommt diese Monster sehr häufig. Ja, ihr bekommt häufiger mal eine Pixie, ihr bekommt häufiger mal ein Inugami und so könnt ihr die Monster so gesehen durch die Monster leveln. Devilmons sind wirklich nur für Monster da, die ihr sehr, sehr, sehr selten bekommt und wo ihr die Fähigkeiten leveln wollt. Heißt zum Beispiel, ihr zieht jetzt nicht mal was richtig Übertriebenes. Und zwar, ihr seid so krass lucky und zieht zum Beispiel einen Barret. Ja, das ist der Wasserdrache. Um jetzt zum Beispiel, der Wasserdrache ist von Haus aus ein 5-Sterne-Monster. Das geht gar nicht weniger. Ja? Wenn ihr dieses Monster zieht, ist es automatisch 5 Sterne. Und um jetzt die Skills zu leveln, braucht ihr, wie ich euch erklärt habe, einen weiteren Drachen. Ja. Das heißt, ihr würdet einen Drachen in einen Drachen füttern, damit ihr ein Skill-Up bekommt. Und das ist mega unproduktiv, weil erstens, 5-Sterne-Monster zieht ihr extremst selten. Extremst selten. Also es gibt Leute, die spielen das Game seit einem Jahr und haben vielleicht 3 oder 4 gezogen. Dann gibt es welche, die ziehen vielleicht 20 in einem Jahr, ja. Siehe mich zum Beispiel auf meinem Main-Account. Aber die sind extrem selten. Deswegen, dafür sind diese Devilmons da, weil ein Devilmon ersetzt so gesehen dann einen Drachen, den ihr da reinfüttert. Deswegen, ihr habt diesen Drachen gezogen, füttert das Devilmon hier rein und bekommt ein Skill-Up, ohne dass ihr darauf hoffen müsst, dass ihr einen weiteren Drachen zieht. Abgesehen davon sind alle Drachen echt super und selbst ein zweiter Varret, also das ist der Varret, wenn er awaked ist, es ist echt mega traurig, einen Varret in einen Varret zu feeden, weil das Monster echt mega stark ist. Und selbst zwei Varrets sind gar nicht mal so schlecht. Ihr könnt dann einen für den PvP spielen und einen für den PvE, je nachdem. Deswegen sammelt die jetzt erstmal so lange, bis ihr ein gutes 5-Sterne-Monster oder 4-Star-Monster bekommt. Es gibt sehr viele 4-Star-Monster, die sehr gut sind. Zum Beispiel, wenn ihr mit einem Lucian gesegnet seid am Anfang des Games, das ist der Wind Joker, das ist der hier. Wenn ihr den gezogen habt ganz am Anfang, ist jetzt zwar nur ein 4-Sterne-Monster, aber ist ein sehr, 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 sehr starkes 4-Sterne-Monster. Da könnt ihr auch eure Devilmons usen, denn das Monster, wenn ihr das am Anfang zieht, ist absoluter Hammer. Aber das sind so Ausnahmen. Genau, in diesem Sinne, das war's von diesem Video. Es war wieder sehr lang. Ich wollte es euch gar nicht so lange machen, aber ich laber und laber und laber. Und kommt von einem in das nächste, obwohl ich mir einen Plan gemacht habe. Aber so ist es nun mal. Und genau. Ansonsten, was mache ich jetzt die nächsten Tage? Ich gehe weiter in MT White Ragen, tue meine Runen hier ein bisschen upgraden, weil ihr seht zum Beispiel auf Shannon habe ich hier eine 2-Sterne-Rune. Da kann ich im Szenario auf jeden Fall eine 4-Sterne-Rune noch farmen. Level dann, wie gesagt, die ganzen Runen noch auf plus 9. Und dann beginnt der Farm des Lebens, nämlich All Day Long Giants spammen, denn so ab Giants 5 würde ich euch raten, wenn ihr Giants 5 schafft, macht Giants 5 und kein Szenario mehr, weil ihr, wie gesagt, in Giants auch die Despair-Rune bekommt und ihr wollt, wie gesagt, eure Shannon auf Despair runen. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn ja, könnt ihr mir ja gerne einen Daumen hoch geben und mir damit zeigen, dass ihr das Video gut gefunden habt und dass es hilfreich war. Wenn ihr sagt, das Video war totaler Crap, es war zu kompliziert, ich bin scheiße oder was auch immer,
dann gebt mir einen Daumen runter und schreibt mir bitte auch in die Kommentare rein, was euch gestört hat oder was ich besser machen kann, damit ich im nächsten Video das ändern kann. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.